Knabe Hüssein. 2 Tage nach der Schlacht von Lüleburgas fanden flüchtende Soldaten in einem verlassenen Bauerndorf einen 11-jährigen türkischen Knaben. Seine blaue Sackhose reichte bis zu den Fersen. Unter der roten Filzkappe wanderten die langgeschnittenen Augen in starrem Entsetzen. Vor ihm, in der Mitte des Hofes, hing an einem Baum gefesselt die Leiche eines Bauern. Zu seinen Füßen stand ein Kalb und leckte mit schlürfenden Geräuschen das Blut, das aus der zerschlagenen Stirn auf die Erde tropfte. Das Dorf brannte. Die Soldaten fingen einen Esel, setzten den Knaben darauf. Sie trieben ihn die Heerstraße entlang, die von Regengüssen aufgeweicht, von den Hufen der Maultiere zerstampft war. Die kaiserliche Armee befand sich in völliger Auflösung. Verlassene Geschütze steckten im Schlamm. Die Soldaten, die sich seit 3 Wochen von verschimmeltem Brot nährten, durchrannten die Dörfer, deren Wege sie mit zerbrochenen Wagen, mit Munition und dem Gepäck der Offiziere besäten. Verhungerte, Verwundete, Fieberkranke lagen zu beiden Seiten der Straße. So kamen sie in das Lager. Ein Offizier trat an ihn heran, um nach seinem Namen zu fragen. Aber der Knabe, von Angst und Müdigkeit gequält, begann zu weinen. Da zählten sie die Reihe der großen Propheten auf. Und als sie den Namen Hüsseins nannten, neigte er den Kopf. Hüssein blieb bei den Soldaten, fütterte die Tragtiere, trug Holz an das Lagerfeuer und nährte sich von den Brocken, die sie ihm zuwarfen. Als im Frühling das Gras der Steppe einen süßen Geruch ausströmte, kam er nach Stambul. Die Soldaten, die in ihre Dörfer zurückkehrten, nahmen Abschied von ihm. 20 Monate blieb Hüssein in Stambul. Er wohnte bei den jungen Rekruten. Mit den Stiefelputzern lief er durch das graue Gebirge der Straßen. Er trug eine kleine Schleuder aus Schuhriemen am Gürtel und jagte die Tauben vom Brunnenrand, die Aprikosen von den Bäumen herab. Eines Morgens kehrten die Soldaten aus Anatolien zurück. Ihre Bündel waren mit Reis, Käse und Oliven gefüllt. Sie fassten ihn an der Schulter und riefen: Gott zum Gruß, kleiner Bruder! Weiß flammte der Rücken der Halbinsel in der Frühe des Morgens auf. Aber es erschreckte ihn nicht. Das dumpfe Donnern klang ihm vertraut wie einst die Stimme der Mutter oder das Klappern des Getreideschlittens, mit dem sein Vater über den Hof fuhr. Doch diese Erinnerung war ein finsteres Zimmer, in das er hineinlief, ohne wieder herauszufinden. Vom Abhang der Hügel hob sich das spitze Zelt des Kommandanten. Das kleine Lager lag vor den feindlichen Schiffen verborgen in der Tiefe der Schlucht. Hüssein trat in die Küche der Offiziere. Er half dem Koch, die Teller zu reinigen, holte Wasser aus der Quelle. Sie gaben ihm die Reste, die von der Mahlzeit kamen. So blieb er im Zelte des Kommandanten.
Ali Reshad Bey war ein junger arabischer Hauptmann, unter dessen verwitterter Lammfellmütze schwarz-seidene Haare glänzten und die buschigen Brauen verbargen zwei heiße Augen, die voll Unruhe über die Gesichter der Menschen glitten. Ali Reshad saß auf der Düne unter einer Laube von Kiefernzweigen und hielt Gericht ab. Vor ihm standen in langer Reihe die verhafteten Soldaten der Arbeiterbataillone, Juden, Armenier und Griechen. Die Verurteilten traten vor, um ihre Pantoffeln auszuziehen, ließen sich auf der Erde nieder, streckten die Füße durch einen Tragriemen des Gewehrs, das von zwei Gendarmen gehalten wurde. Wie viel? 20 Schläge. Der Polizeioffizier ergriff den Knüppel, um auf die Sohlen zu schlagen, die nackt waren oder in schweißigen Strümpfen steckt. Mein Herr, das tut weh, rief der Verurteilte und weinte. Der Polizeioffizier schlug von neuem, indem er auf die Mitte der Sohlen zielte. Gnade, Gnade, Erbarmen! Die Sonne stand heiß auf dem Platz. Hüssein blickte verächtlich beiseite. Der Kommandant winkte ihm. Sie traten in das Zelt. Ali Reshad war ein frommer Mann. Eine tiefe Demut vor der Gewalt Gottes erfüllte ihn. Dreimal am Tage ließ er sich Wasser in das Zelt tragen, um die heiligen Waschungen vorzunehmen. Im Namen Allahs, ich nehme meine Zuflucht zu Gott vor dem Schmutz, der Unreinheit, dem Abscheulichen, dem gesteinigten Satan. Hüssein breitete den Teppich auf die Erde, um neben dem Hauptmann niederzuknien. Er erhob seine Arme und sprach zum ersten Male die Worte: Gott ist groß. Ali Reshad beugte sich und küsste ihn auf den Mund. Einen Augenblick sahen die dunklen Augen Husseins ihn an. Dann schlug der Knabe die Blicke nieder. Hüssein begann, über die Halbinsel zu streifen. Unter den Trümmern der Kirche von Maidos fand er Fetzen von verbranntem Menschenfleisch. Er wandte die Toten beiseite, um ihre Gesichter zu betrachten, aber sie entsetzten ihn nicht. Nicht wie in jener Stunde, da er seinen Vater an einem Baum gefesselt sah. In einer verlassenen Schlucht entdeckte er einen frischen Leichnam, knöpfte ihm die Brust auf, aber die steif gewordenen Arme wollten den Rock nicht hergeben, bis er dem Toten das Kleid über den Kopf riss. Die Erde erbebte. Aus dem sumpfigen Schwemmland hoben sich Säulen von Sand und Stein. Die Augen Husseins weiteten sich. Er hatte die Finger in den Sandboden gekrallt. Sein Herz schlug hart gegen die Erde. Mit geballten Fäusten blickte er auf das zerwühlte Feld, bis die Dämmerung kalt über die Schluchten kroch. Es wurde Nacht, ehe Husein in das Lager zurückkehrte. Wo warst du, Husein? Ali Reshad stand an der Tür des Zeltes, in dem das Windlicht brannte. Der Koran lag aufgeschlagen auf dem Tisch. Husein las, aber er verstand den Sinn der Worte nicht.
Ali Reshad reichte ihm eine Zigarette. In der folgenden Nacht war Hüssein verschwunden. In einem Ziegenschlauch trug er den Soldaten Trinkwasser in den Graben, schleppte keuchend die mit Patronen gefüllten Kästen. Er hatte keine Waffe. Die Schleuder aus seiner Tasche wickelnd, schnellte er einen Stein den Abhang hinunter. Ein leichter Staubstreifen verflog in der Sonne. Ein arabischer Soldat an seiner Seite sank plötzlich um. Hüssein kroch unter dem Sterbenden hervor, dessen Mund sich öffnete und schloss. Er beugte sich über ihn, um aufmerksam die schwarzen Augensterne zu betrachten, die immer weiter wurden, wie man einem Menschen zusieht, der sich die Hände wäscht oder ein Stück Brot verzehrt. Als Hüssein gegen Morgen in den Graben kam, waren seine Taschen mit Schokolade mit englischen Goldstücken gefüllt. In einem Bauchgurt klapperten die Patronen, in den blutenden Fingern hielt er eine Browning-Pistole. Vergeblich wartete Ali Reshad im Hafen auf seine Rückkehr. Jeden Abend trat er an den Tisch seines Zeltes, schlug den Koran auf und begann die 90. Sure zu beten, bis er zu der Stelle kam: Wahrlich, wir erschufen den Menschen zum Kummer. Eine tiefe Einsamkeit überkam ihn. Täglich ging Hüssein auf Beute aus. In finsteren Nächten unter der weißen Sonne, von deren glühenden Atem die Erde erzitterte, fand er seine Opfer. Englische Offiziere, die über eine Karte gebeugt saßen, Wasserträger, die im Dunkeln zur Tränke gingen, indische Soldaten, die im Schatten einer Klippe träumten. Als er den Hals eines schlafenden Negers durchschnitt, öffnete der Sterbende mit ächzendem Geräusch die Lippen, aber Hüssein warf ihm Sand in den Mund, bis er erstickte. Hinter den Gräben hatte er seine Schätze in der Erde verscharrt. Englische Feldstecher, Taschenmesser, goldene Achselstücke, Schuhwichse, den Rest einer französischen Fahne. Seine Taschen waren mit Süßigkeiten gefüllt. Im Schatten der Büsche, auf dem Rücken liegend, rauchte er die Zigaretten erschlagener Soldaten. Plötzlich schlugen die Trommeln an. Die englischen Schlachtschiffe hatten sich vor der Bucht gesammelt. In unabsehbaren Zügen krochen Massen fremder Soldaten die Küste hinauf. In den dunklen Spalten der Berge harrten die Anatolier des Angriffs. Mit vor Erregung zerrissenem Gesicht kniete Hüssein in ihrer Mitte. Die Berge, von Beben erfüllt, schienen sich zu bewegen, zu tanzen. Ein ungeheurer Knall brüllte von der Küste herüber, als eine rauschende Wassergarbe aus dem Deck eines Dampfers sprang. Das Schiff neigte sich, knirschte, brach auseinander. In diesem Augenblick stürzten die Schützenzüge der Anatolier die Böschung hinab mit aufgepflanztem Bajonett, schrien sie in den Sturm: Gott, 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 im Namen Gottes, Gott ist der Größte. Auf der Stirn Hüsseins glänzte der Schweiß, als er atemlos hinter ihnen herstürzte. Seine Füße stolperten über die Leiber der Gefallenen, seine helle Knabenstimme schrie über den Acker: Gott, Gott, Gott ist der Größte. Plötzlich wandte er sich, eine Fahne im Wind, schlug mit dem Gesicht auf die Erde.
Als die Nacht ihren schwarzen Atem sandte, trugen Soldaten Hüsse ihn in einer Zeltbahn nach den Gräben hinauf. Schaum zitterte vor seinen Lippen. Als der Zug sich dem Lager näherte, trat Ali Reshad aus seinem Zelt. Er zündete eine Laterne an, um die Karren abzuleuchten, bis er das Gesicht Hüsseins fand. Fünfmal hatten sie durch seinen schmalen Körper geschossen, wie durch ein dünnes Tuch. Ali Reshad trug ihn nach dem Zelt hinüber, während der zerbrochene Leib in seinen Armen wimmerte, ihn im Schreiten auf die schweißige Stirn küssend, im Namen deines Herrn, der dich erschaffen hat, der die Menschen aus einem Blutklümpchen gebar. Du lässt Leben und Sterben, verleihe dem, was du uns bestimmtest, einen guten Ausgang. 4 Tage lag Hüsein im wilden Fieber. In der 5. Nacht schlug der Kranke die Augen auf. Man hatte das Feldbett auf eine niedere Düne vor dem Lager gestellt, wo es die Nachtluft berührte. Am Morgen wurde Hüsein auf dem Dampfer nach Tekir Dagh gebracht. Die kleine Stadt stieg grau am Ufer empor. Durch die offenen Fenster des Lazarettes klang das Lachen der Wäscherinnen. Griechenmädchen trugen ihm Blumen an das Lager. Ali Reshad besaß einen Freund in Tekir Dagh, dessen Sohn das gleiche Alter hatte wie Hüsein. Die beiden Knaben sollten am selben Tage beschnitten werden. Man hatte die Halle mit bunten Teppichen behängt. In 2 langen Reihen waren auf einer Wiese die Betten aufgestellt, in denen die Knaben schliefen. Das Bett Hüseins bedeckte ein Mantel von blauer Seide. Der Beschneider kam, breitete die Instrumente auf den Stuhl, das hölzerne Rohr, eine Büchse mit blutstillendem Pulver, während 2 Diener vor das Bett eine Decke hielten, über deren Rand hinweg Hüsein durch die zusammengebissenen Zähne lachte. Der Beschneider wischte das Messer ab, legte das Häutchen auf die mit Sand gefüllte Schale. Die Frauen klatschten in ihre Hände, Kinder tanzten auf der Wiese und sangen, Fechtkünstler und Gaukelspieler sammelten sich um die Laube, Mütter hoben ihre Kinder an das Gitter, um ihnen Hüseins Bett zu zeigen. Das da ist er, der so viele getötet hat. Als Hüsein nach Gallipoli zurückkehrte, keuchte der Wintersturm über die Berge. Aus der Tiefe brannten die zerstörten Lager der Feinde, die die Halbinsel verlassen hatten. In den zerfallenen Erdhöhlen schrien die Ratten. Hüsein stürmte über die Hügel, die Ebene hinab, durch das von Schrecken zerfleischte Land, über Leichen, die der Regen aus ihrem Schlaf gespült hatte, über verschüttete Gräben, deren Erde die Soldaten mit ihren Messern durchwühlten, um Fleischbüchsen, faulende Speckseiten heraufzuwerfen. Auf der Höhe blieb er stehen, blickte mit zitternden Nasenflügeln auf das Ufer. Seine trotzige Knabenstirn hatte der Wind gerötet. An diesem Tag wurde Hüsein 14 Jahre alt. Auf den Schulterklappen seiner Uniform
unter der die Glieder sich zu strecken begannen, trug er die Abzeichen des Unteroffiziers. Wenn der Frühling sein zartes Auge aufschlug, wollte Ali Reshad ihn auf die Militärschule senden. Alle Offiziere der Akademie würden sich in ihn verlieben. Ein feiner Flaum blühte auf seinen Lippen, hell wie die schmalen Wimpern, unter denen die Augen in schwarzem Verlangen schliefen. Sein Mund war reif und voll wie ein Frauenmund. Thank you.
einer armenischen Mutter. Du sahst mich nicht, als ich abseits stand und dir zuschaute, wie du deine Kinder unter dem hellen Mond auf die staubige Erde bettetest. Das Mädchen zur linken Seite des Knaben, wie du sie einhülltest in die mit buntem Kattun bezogene Decke, jede Nacht, seit man dich forttrieb in die Fremde, wie sie da ruhten in tiefer Gebundenheit, den Mund voll Schlaf, die kleinen Hände auf der Decke. Du hattest dich auf die nackte Erde gekauert, zwischen das verbogene Kochgeschirr. Die Augen waren dir vor Müdigkeit zugefallen, während deine Gedanken noch in die Ferne wanderten. Durch die Zimmer des alten Hauses, zu dem Angesicht dessen, den du liebtest, den sie am Tag hinter einer Mauer erschlugen. Da lagst du, allein unter Tausenden, verloren unter den Flüchtigen, die mit dem Rauch ihrer Zelte die Ebene füllten, aus der die Wolke der Fieberdünste aufstieg, zwischen Menschen, deren Seelen noch an den alten Städten weilten, während ihr Leib im Traum schon wieder auf der Flucht war. Fort, fort, fort. Du sahst mich nicht. Und würdest du deine Augen aufgeschlagen haben, du müsstest mich für einen von jenen halten, die gekommen waren, den schmerzlichen Rest deines Lebens zu vergiften. Mich, der nichts hatte, ein Soldat, arm wie du, und dem es bestimmt war, zu sterben wie dir, der sein heißes, gepeinigtes Herz durch die furchtbaren Felder dieses Krieges trug. Ich aber sah dich, wie deine Augen zu den Kindern hinüberglitten, sah dich an das Bündel gelehnt, auf dem du deine Kinder von Bahnhof zu Bahnhof, von Gebirgspass zu Gebirgspass, bis an den Rand der Wüste geschleppt hattest, von einer Lagerstätte zur anderen, von einer Wasserstelle zur anderen, immer noch gläubig, immer voll Hoffnung. Und trug dieses Bild mit mir hinüber in das Leben türkischer Zeltlager, unter die frohe Geschäftigkeit der Soldaten, in den Tag, in die Arbeit, in die wilde Schönheit der Welt, um es nie mehr zu vergessen. Thank you.
den Eseln Stambuls. Wenn ihr hoch mit geflochtenen Körben, mit Gemüse und bunten Früchten behängt die Straße hinaufklettert, schaue ich euch nach. Arme, geschlagene und geliebte Esel. Perlenketten aus blauem Glas zieren eure Stirne und Schweif. Um eure Schultern winden sich die Hälse des Flaschenkürbis, glänzen schwarzblaue Eierfrüchte, rote Tomaten. Fliegenschränke stoßen klappernd gegen eure mageren Rippen, mit den blutigen Schädeln getöteter Hammel gefüllt, deren roter Saft von Insekten umschwärmt, über euer graubraunes Fell hinabtropft. Die Stirn gegen eine Mauer gestellt, wartet ihr geduldig in heißer Sonne. Unter Mauersteinen und Sandsäcken keuchend streift ihr die Wände enger Gassen, die geschmeidigen Ohren dem Wind und allen Geräuschen offen. Ich kenne euch, ihr demütigen Seelen. Eure hässliche Stimme erfüllt mich mit Traurigkeit. Zärtlich befühle ich euren rauen Nacken. Nenne euch vertraut beim Namen, bist du nicht Mustafa? Ein wollhaariges Grautier, das an jedem Morgen die Milch durch die Stadt schleppt. Dies nicht Abdullah, der durch Steppen und Wüsten wanderte, in Filzdecken geschnürte Leichen auf seinem Rücken schaukelnd, gehüllt in eine Wolke von Verwesung? Dies Ali und Lala, Houdin? Oh, du trächtige Mutter, saugendes Füllen der weißen Eseln, wie schneeig dein Fell glänzt, wie ihr mit eurem zierlichen, schwachen Huf die Steine des Weges berührt. Seid ihr nicht bis zu Tode erschöpft, um jedes Brot in die Knie gesunken, auf das wir uns nährten und kleideten? Habt ihr nicht diese Stadt, die dunkel und unheilvoll über euch aufragt, auf eurem Rücken getragen, ehe sie noch gebaut war? O ihr schweigsam und klaglos Leidenden, denen Laut und Gebärde blieb, immer geschlagen, immer geduldig. An eurer Seite möchte ich ein wandernder Pilger, müde und wegbestaubt, bewaffnet mit dem alten Glauben der Kindheit, einziehen in das Himmelreich. Der Teppich. Gelobt sei der Meister dieses Teppichs. Ahmed, der Händler, breitet ihn mitten auf das Pflaster der Straße. Welche Landschaft tut sich vor meinen Augen auf? Dieser Teppich ist bunter als die Blumen der Palmengärten. Orangen, Mandarinen leuchten aus seinem Dickicht. Granatäpfel und Zitronen entfalten ihre roten und weißen Blüten. Oh, lieblichster Garten
zwischen dessen Rosenlauben wandelnd ich mich verliere. O Sonnenauf- und Niedergang, du dunkle Schwüle der Gewitter, wenn rotglühend der Staubsturm über die Steppe hinfährt. Alles ist in ihm. Alles redet aus ihm. Ahmed, welchen Preis willst du fordern? Ist dies nicht der Tisch, von dem wir speisen? Das Lager der Liebenden, der treue Gefährte unserer Wanderungen, unser Haustier, das schweigend zu unseren Füßen ruht, das unsere Sohlen zärtlich berühren, wenn wir müde in den kahlen Raum der Herberge treten, in das regendurchnässte Zelt in der Wüste und breiten ihn in den Staub, um darauf zu schlafen. Was? 20 Pfund? Ich will dir den Rest meiner Barschaft geben. Ich bin nur ein armer Soldat, Ahmed. 10 Pfund ist alles, was ich besitze, glaube mir. Er ist nicht mehr als 4 Pfund wert. Du lächelst? Du willst mir seine Geschichte erzählen? Dieser Teppich hat 1000 Geschichten. Jede ist schrecklicher und verlockender als die andere. Er ist das unergründliche Märchen, das nie ein Ende hat. 3 Geschlechter webten an ihm, starben darüber hin. In seine Decke gerollt verbarg sich der schwarze Eunuch, als die Mörder bei Nacht in das Schlafzimmer seines Herrn drangen. In ihn wurden die Pestleichen geschnürt, hinter denen der Pilger herzog, sie in heiliger Erde zu bestatten. Wie? Du willst sie mir schenken? Und was werde ich dir geben? Mein Rock, mein Hemd, meine Stiefel? Willst du, dass ich nackt über die Straße gehe? 12 Pfund will ich dir geben. Ich werde mich 2 Monate von Datteln nähren, von trockenem Brot. Ich werde meine Bücher verkaufen, denn ich bin sterblich. Sterblich verliebt in diesen Teppich. Und hätte ich nichts in der unendlichen Welt und müsste verlassen unter den Steinen der Wüste dahinsiechen, wäre ich doch noch glücklich, an ihn geklammert zu sterben. Gelobt sei der Meister dieses Teppichs. Stromboli oder die Erde Gottes. Die See schwoll an. Licht glühte auf dem Wasser. Das überfüllte Boot sprang mit einem Satz an das Ufer. Dunkelbraune und helle Hände südlicher oder nordischer Menschen streckten sich uns entgegen. Ich riss mich aus ihrer Mitte los und betrat die Insel. Eine ungeheure Herausforderung von Dampf und Schlacke erhob sich der feuerspeiende Berg über mir. Einsam ragt er aus der Flut, von Olivenwäldern umgeben. Der Wächter an der Straße Afrikas. Kaum angelangt, spürte ich, wie mich der eigentümliche Zauber der Insel ergriff. Glück erfüllte mich, ohne dass ich sagen konnte, weshalb. Denn im ersten Augenblick erscheint die Insel düster, wie die Farbe des Todes. Der runde Aschenkegel, die Felsen im Meer, der wie Diamantenstaub glitzernde Sand des Strandes, alles ist schwarz. Schwarzbraun selbst ihr würziger Wein,
wie aus der Schlacke gekeltert. Weiß leuchten allein der Schaum der Brandung, die gekalkten Häuser über der Küste. Doch dieser Gegensatz lässt den grünen Goldgrund der Felder und Bäume, der vielen von der Sonne gebleichten hohen Schilfwälder, das Pfauenblau der winzigen Trauben und das Scharlachrot einzelner Granatapfelblüten lässt die ganze unwirkliche Buntheit der Insel nur umso stärker hervortreten. Ihre Geschichte ist alt wie die unserer Welt. Der Ursprung aus erstarrter Feuerschlacke gebildeten Klippen reicht 5 Millionen Jahre zurück. Schon den Griechen diente das Flammenmal des Berges nachts als Leuchtturm für ihre Schiffe. Und Griechen haben der Insel auch ihren Namen gegeben, der auf Deutsch ihrer Gestalt entsprechend ein auf den Kopf gestellter Kreisel heißt. Der Krater der Insel ist der einzige ständig feuerspeiende Berg Europas. Er erreicht eine Höhe von über 900 Metern, doch öffnet sich sein Mund erst 200 Meter tiefer, sodass man auf dem Gipfel stehend in seinen Schlund hinabsehen kann. Diese Felsenwand schützt das Dorf Stromboli vor dem Auswurf des Kraters. Der leichte, trotz der heißen Mittagsstunde erquickende Wind berührte mein Gesicht mit dem Duft wilder Blumen. Ich sah auf, ich lauschte und wusste auf einmal, was mich beglückte. Es war das Schweigen der Insel. Denn außer dem Rauschen des Meeres ist kaum ein Laut zu hören. Nur an manchen schwülen Tagen, wenn glühender Wind aus den Wüsten Afrikas herüberweht, durchdringt zuweilen ihren Frieden ein tiefes, heiseres Grollen aus dem Schlund des Berges, das ihre Bewohner in rasch wieder vergessenem Bangen zu der über ihnen waltenden Kraft aufschauen lässt. La terra di Dio, die Erde Gottes, haben sie deshalb ihre Insel getauft. Was die Fremden hierher führt, ist leicht zu verstehen. Aus der Unrast der Riesenstädte, deren gesellschaftliche Ordnung sie zu wesenlosen Triebwerken verurteilt, aus Furcht vor der durch Menschen verbrannten Erde, die sie in einer schaudervollen Zukunft bedroht, flüchten sie zu dem Urfeuer der Erde, dessen Gefahr ihnen geringer als die Heimtücke der Völker erscheint. Sie flüchten hierher und finden, was viele nicht erwarten, sich selbst. Wie der aus der Meerestiefe aufsteigende Walfisch aus seinen Nüstern einen hohen Wasserspringbrunnen stößt, so bläst der Berg von Zeit zu Zeit einen Springbrunnen von Feuer, hunderte von Metern in die Luft. Seine Strahlen breiten sich einer ungeheuren goldgelben Garbe gleich, deren Ähren und Halme von glühenden Schlackenstückchen gebildet werden, mit rosigem Schimmer in den nächtlichen Himmel aus, um gleich darauf in den Schlund zurückzustürzen.
Ein Schauspiel von unheimlicher Schönheit. Stehen wir hier nicht auf Gottes Erde? Und haben sich die Menschen nicht auch im Paradies geliebt? Erde, Wasser, Dunkel und Licht. Dem Willen der Schöpfung gehorsamer als der Mensch. Wind und Gräser prägen sich ihnen Tag und Nacht auf der Insel ein. Im Westen des Abendlandes scheint der Mensch so sehr Herr über die Erde, dass er sich ihrer Kräfte fast nur noch zu ihrer Bezwingung bedient. Hier wird er wieder ihr Geschöpf, eins mit dem All. Muss es nicht sein, dass kein Besucher, wie kurz oder lange er auch auf Stromboli weilt, es anders verlässt als mit nie verlöschender Sehnsucht im Herzen? Die Zurückbleibenden begleiten die Davonfahrenden zum Abschied in der Dämmerung an den Strand. Addio. Ich komme wieder, schallt es von mancher Lippe zurück. Aber schon hat die Welle das Boot auf die Höhe des Meeres getragen. Von dem großen, leuchtenden Schiffe durchfurcht, glitzert es noch einmal auf. Dann bricht die Nacht herein. Und in ihrem dunklen Spiegel wiegt die Flut das Abbild zahlloser Sterne. Thank you.